heute das Spiel 2-2. Meines Erachtens ein gutes 2-2. Was sagst du? Im Endeffekt nach 90 Minuten unterschreibe ich jetzt. Dadurch, dass wir uns mit 10 Mann hier wieder verabschiedet haben, musste mit dem Punkt zufrieden sein. Tatsächlich vorm Spiel natürlich nicht. Wir wollten hier All-In gehen und 3 Punkte mitnehmen. Das war der Plan. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass wir uns wieder selber schaden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob die Parteiischen und Parteiischen jetzt, das kannst du auch so stehen lassen, ob die jetzt ihren Job gemacht haben oder nicht, spielt keine Rolle. Wir schaden uns immer selber. Und mit der roten Karte, das ist unnötig. Wenn man provoziert wird, muss man in der Sache cool bleiben. Haben wir nicht getan und dann ist es einfach schlecht. Und da muss ich einfach nochmal ein Lob zollen an die 10 Mann, die bis zum Schluss gefightet haben. Das war dann offen, muss ich ehrlich sagen. Wir hätten gewinnen können, wir hätten auch verlieren können. Das war dann im Endeffekt okay, das war den Punkt mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, mit 10 Mann jetzt die letzte Viertelstunde oder letzten 20 Minuten, was das waren, haben sie ordentlich gefightet. Ja. Und alles gegeben, kann man überhaupt nicht sagen. Wobei ich sagen muss, ob es mit 11 Mann dann für einen Sieg gereicht hätte, weiß man auch nicht. Aber wie du schon sagst, man hätte sich nicht provozieren lassen dürfen. Lange drauf war er auch nicht, muss man ehrlich sagen. Aber dennoch, ein schönes Spiel. Also sportlich gesehen, spielerisch gesehen, ja, kampfbetont, okay, oder? Als Trainer sieht man es immer ein bisschen anders. Ja. Wir wussten, was hier auf uns zukommt. Freitagabend, Flutlicht, ist immer eine explosive Stimmung hier in Friedrichswalde. Und von daher wussten wir, was uns erwartet. Und gerade dann sind so eine Aktion überflüssig, ganz klar. Also wenn wir uns selber immer wieder schaden, das tut der Mannschaft auch weh. Und von daher, ob es mit 11 Mann anders ist, weiß ich nicht. Aber zu wenig, im Endeffekt zu wenig. Müssen wir ansetzen. Nächste Woche Dienstag beim Training. Dankeschön. Danke dir. Erfolgreiche Woche.